Ein ganz heißer Tipp. Heute eröffnet in der Wiesbadener Straße 78. Herzlich willkommen im Opel Modellautomuseum in Ilstein. Bitte schön. In der Privatsammlung von Eike Lumpe dreht sich alles um das Auto mit dem Blitz. So, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ich zu der Opel-Sammelei gekommen bin, warum es gerade Opel geworden ist. Ich bin also als Kind mit Opel groß geworden, weil mein Vater halt zufällig Opel gefahren hat. Der hat sich 1952, hat er sich einen ersten Kapitän gekauft nach dem Krieg, mit dem ich also als Kleinkind dann schon mitgefahren bin. Und dann 10 Jahre später hat er sich den 62er Kapitän zugelegt. Das war dann das zweite Auto meines Vaters im Original. Und später, 1969, kam dann der Diplomat B noch als drittes Fahrzeug dazu. Den habe ich dann schon selber gefahren. Ja, hier wird Opel-Geschichte richtig lebendig. Neben den 2.965 Modellen gehören aber auch Kuriositäten zur Sammlung. Wie zum Beispiel dieses Opel-Klopapier, ein Opel-Porzellanei oder die schicken Blitz-Manschettenknöpfe. Was viele ja nicht wissen, ist, dass Opel bis in die 20er Jahre ja auch Fahrräder gebaut hat. Mhm. Und angefangen ursprünglich hat Adam Opel allerdings mit Nähmaschinen. Das war 1862, da ist ja die Gründung der Opel AG gewesen, so quasi. Einmalig das Opel Modellautomuseum Idstein. Während des gesamten Hessentages ist es täglich von 10 bis 17 Uhr für alle Interessierten geöffnet.